Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung hier auf Kornhub. Wir schauen uns jetzt die Krebach-Map an, Version 1.0. Das Ganze kommt vom Modder der Yogi, gibt es neben PC und Mac auch für die Konsolen. Ihr braucht das bayerische Farm-Pack von den lieben Bernie SCS, um auf der Karte hier spielen zu können. Ist aber auch alles mit verlinkt, müsst ihr euch keine Gedanken machen. Kommen wir erstmal wieder zu den Hardfacts der Karte. Wir haben keine Multifrüchte mit drauf, wir haben 20 Ackerflächen an Feldern, sowie 5 Wiesen mit dazu. Somit kommen wir eigentlich gesehen auf 25, ne, Flächen insgesamt. Wir haben aber hier 26. Ne? Also ihr seht, die 26 ist die letzte ID von den Feldern her. Also haben wir insgesamt 26 Felder inklusive Wiesen mit dabei. Ebenso haben wir bis zu 5 Verkaufsstellen, je nachdem hier, was ihr verkaufen wollt, ne, an Arten mit dabei. Wir haben zahlreiche Forstgebiete, für die, die gerne Wald hier machen wollen. Ihr seht, das ist hier in den Arealen alles so mit aufgeteilt, also auch Forstliebhaber kommen hier definitiv auf ihre Kosten. Wir haben eine BGA mit auf der Karte dazu. Wir haben Höfe oder Hof, der dementsprechend voll mit eingerichtet ist. Wir haben einen extra Pferdehof noch einmal mit dazu. Und ja, den Rest schauen wir jetzt uns in dem Falle an. Die Griebach ist eine kleine Karte, wie ihr unschwer erkennen könnt, was man ja auch an 26 Feldern in dem Falle schon mal mit ausmachen kann. Und, ach, moin, Meister. So, und ja, so sieht das Ganze dann einmal aus. Und ihr seht jetzt auch schon, warum wir das bayerische Pack, Farmpack brauchen, weil der Hof dementsprechend damit eingerichtet ist. Natürlich, wenn ihr sagt, ach, ich hätte das gerne alles ein bisschen anders, ihr könnt hier die einzelnen Gebäude auch abreißen und wieder anders hin positionieren. Die Freiheit hat euch Yogi da natürlich gelassen. So, das ist unser Standardhof, in dem wir hier anfangen. Und es kommt gleich wirklich eine geile Atmosphäre mit auf, muss man wirklich sagen. Was natürlich auch an Bernies Farmpack hier mit liegt. Das sind tolle, tolle Gebäude, sodass man auch gleich diesen urdeutschen Touch, nenne ich es mal, mitbekommt. Über das Farmpack muss ich nicht viel erzählen. Das kennt ihr ja mittlerweile alle, habe ich ja auch dementsprechend schon vorgestellt. Ne? Und das ist natürlich hier im Vergleich zu mir damals viel besser und viel sinnvoller überall platziert. Ne? Und das ist halt wirklich was. Der Hof ist relativ dicht bebaut, sodass die Karte natürlich auch größtenteils, ihr seht es auch aufgrund der Felder, die sind größtenteils quadratisch praktisch gut, aber auch auf den Feldergrößen, dass hier mittlere Maschinen eigentlich so das Optimum sind, ne? Also mittelgroße Maschinen. Mit ganz großen glaube ich beinahe nicht, dass ihr hier irgendwo aktiv durchkommt, aber klein bis mittel sollte hier für die Karte doch schon sehr mit sein. Ihr seht, wir haben hier überall Bäume, wir haben eine sehr große Dichte an Objekten, die hier überall mit hingestellt sind. Und das erzeugt, wie gesagt, einen sehr guten Eindruck. Wir haben natürlich hier auch auf einfach überall kleine Stadtmaschinen und alles mit dabei. Und das Farmpack hier macht natürlich den Rest der Arbeit, beziehungsweise der Optik. Ne? Es sieht halt wirklich geil aus. Ne? Wir haben hier Silos, alles mit drinne, so wie es sein muss. Wir haben hier Zufahrten zu den jeweiligen Höfen. Ne? Hier geht das Ganze nämlich weiter. Ne? Auch alles hier noch ein bisschen, naja, ein bisschen so eingewachsen, wie man das so schön sagt. Ne? Hier geht das Ganze nämlich weiter. Hier steht dann noch unser Drescher mit dazu. Wir haben hier Schweinefuttermischer mit drin. Wir haben hier die Ställe noch mit drin, die natürlich auch aus dem Farmpack sind. Ne? Und somit alles im gleichen Stile mitgehalten ist. Ja, und das sieht wirklich geil aus. Ne? Also, wenn man sich das Ganze so von oben anschaut, ne, hier geht das los, ne, und zieht sich bis hier hin. Also ein wirklich sehr großzügiger, weitläufiger Hof, der aber kein Meter, sag ich jetzt einfach mal, irgendwie Platz ja freilässt oder so. Ne? Man hat jetzt nirgendwo das Gefühl, oh, hier ist eine Lücke drin oder so, sondern das ist alles mit Logik in dem Falle wirklich aktiv mit verbunden. Und das ist geil. Wir haben hier so einen Teich. Der ist nicht einfach nur zu Deko-Zwecken da, denn aus den Deichen könnt ihr euch in dem Falle euer Wasser holen für die Tiere. Ist natürlich in dem Falle dann auch kostenlos, versteht sich, ne? Ihr könnt alle Zäune, Tore, Türen, alles, was es hier irgendwie gibt, könnt ihr öffnen, ne? Und euch da drin rumbewegen. Also das ist wirklich schon sehr schnieke gemacht. Wenn wir uns dann einmal hier weiter nach vorne bewegen, kommen wir dann einmal hier Richtung Straße, beziehungsweise Dorfzentrum, nenne ich es mal. Wir haben natürlich schon wieder hier eine schöne Kirche mit rumstehen, wo wir dann hier in die restliche Karte mit einbauen.
eintauchen können. Wir haben natürlich KI-Leute, die hier mit rumlatschen. Wir haben KI-Verkehr, der hier mit rumfährt. Der muss sich jetzt zum Start erstmal wieder verteilen. Ist klar, deswegen nicht wundern, wenn das Ganze hier vielleicht ein bisschen leer wirkt. Aber ihr seht, hier fährt schon das erste Fahrzeug mit rum. Ansonsten haben wir die Standard-LS22-Gebäude hier mit dazu. Wir haben natürlich ein paar Custom-Gebäude, die hier und da rumstehen. Die haben natürlich alle die 3D-Fenster, sodass es aussieht, wie es aussehen soll. Ne? Dann haben wir hier Ortseingang und Ortsausgangsschilder, also Grebach und Obergrebach, was dann 5 Kilometer weiter entfernt ist. Und in den Dörfern selber zieht sich diese tolle Atmosphäre natürlich auch weiter. Wir haben an jeder Stelle irgendwelche Deko-Objekte. Wir haben diese Einfamilienhäuser, wir haben Glascontainer, wir haben Bänke, wir haben Straßenlaternen, die überall mit rumstehen. Wir haben hier eine Tankstelle, wir haben solche Deko-Autos, die hier und da sind, an den Gebäuden selber, steht mal ein Fahrrad, eine Bank, hier mal ein Spielplatz und so weiter und so weiter. Also ja, wirklich geil gemacht. Wir haben auch Haltestellen mit dazu, ja, die sind hier aus den Alpine-Ding, oh, Mahlzeit, fahren sie weiter, vielen Dank. Dann sind wir hier einmal am Händler, ne? Auch der ist schön gemacht, also so ein Standardhändler, den man halt kennt. Die Standardproduktionen sind hier auch sinnvoll mit reingebaut, ne? Hier zum Beispiel die Bäckerei. Ne, auch natürlich hier hinten alles miteinander verbunden, dass ihr eure Dinger damit abliefern könnt, eure Produkte oder wiederum mit abholen könnt. Wir haben diese Standardverkaufsstellen hier mit dazu, ne, und alles halt irgendwo hier alles miteinander verbunden. Überall Zäune, überall kleinere Einfahrten, also definitiv. Das hat was, ne? Also sieht halt wirklich echt schnieger aus. So, ab und zu, ne, dann solche, naja, Tümpel, nenne ich es jetzt einfach mal, ne, wo Brücken drüber gehen, wo er dann hier weiter zu den Feldern kommt. Ihr seht, hier hinten haben wir auch einen Haufen Windräder, die dann wieder zugestellt sind. Und wir sind dann auch schon am Kartenrand hier einmal angekommen. Hier noch das Sägewerk, ist klar. Ne, aber ihr seht, hier kommt man dann so ein bisschen in dieses Forstgebiet mit rein. Relativ dicht auch bebaut. Also ihr seht, man kann jetzt aktiv nicht wirklich hier durchschauen. Und das ist auch alles so schön an den Map-Rändern. Ihr seht, hier gibt es eh eine unsichtbare Wandpump. Ihr kommt hier eh nicht weiter. Aber auch hier hinten dann noch ein bisschen weiter entfernt die Berge reingezogen. Sodass wir da noch so ein, ja, dass die Karte halt größer wirkt, wie sie eigentlich an sich ist, ne, und nicht so bumm und Ende, ne, also auch da wieder sehr sinnvoll, sehr schlau gelöst, das Ganze, also, ja, ne, und hier können wir uns dann halt weiterziehen, ne, es geht ab und zu mal ein bisschen hoch, also wir haben so ein paar Steigungen, ein paar Gefälle halt hier mit drinne. Ihr seht, das ist unser Pferdehof, ne, wo ihr dann auch schon Pferde gleich mit dazu habt, ne, alles hier so schön mit drinne. No, ist doch herrlich gemacht, ne, kann man nichts anderes dagegen sagen, ne, hier dann der Standard-Pferdestall. Gehen wir dann hier wieder weiter, können wir hier wieder ein bisschen mit hochfahren. Und dadurch, dass das alles so ein bisschen hier und da verschachtelt ist, fällt diese kleine Größe dieser Karte gar nicht mit auf. Ne? Klar, hier kommen wir dann einmal Richtung Mapende. Und ist auch gut gemacht, hier haben wir einmal das Sackgassenschild. Ne? Und hier knallen wir halt einfach irgendwann gegen eine unsichtbare Wand. Gut, sollte man vielleicht ein bisschen drauf achten. Ne? Nicht, dass man aus Versehen reinfährt. Aber ihr seht, das Ganze ist bis hier hintergezogen, schön auch alles mit Bäumen verschachtelt. Und nicht einfach diese roten X'e und hier geht's nicht weiter. Ne? Es ist halt offen gehalten. Deswegen da alles wirklich Tobi. Und somit, wie gesagt, wirkt die Karte an sich schon mal größer, wie sie eigentlich ist. Ne? Und dann sind wir nämlich auch schon wieder hier. Wenn wir jetzt einmal wieder ein bisschen nach vorne uns bewegen, sind wir auch schon wieder bei unserem eigenen Hof angelangt. Ne? Also wie gesagt, ist halt wirklich eine kleine, süße Karte. Ne? Hier ist unser Hof dann wieder. Und dann sind wir einmal schon wieder rum. Deswegen kleine, mittlere Traktoren definitiv hier bestens geeignet. Ihr seht, wenn ich jetzt hier mal ein bisschen hochfahre, seht ihr mal dieses Ausmaß generell, ne? Ist halt wirklich schick schön. Und ja, für alle die so ein bisschen auf Oldtimer, Youngtimer stehen, ist die Grebach-Karte, denke ich mal, bestens geeignet. Ihr könnt natürlich schon mit modernen Traktoren spielen, ist ja alles euch überlassen, ne? Versteht sich. Aber kleine, süße, wirklich sehr, sehr hübsche Singleplayer-Karte. Es muss nicht immer groß in XXL sein. Ne, mein Spielstil ist zwar so, ne, aber wie gesagt, es kann auch mal klein und gemütlich sein. Aber dafür halt eine tolle Atmosphäre und das schafft die Karte hier definitiv. Ne, und da merkt man auch, oder sieht man wohl bemerkt auch, dass hier sehr viel Arbeit und sehr viel Detailliebe mit reingesteckt worden ist. Und das sollte man honorieren, definitiv. Also von daher, wirklich, wirklich schöne Arbeit, wirklich schöne Arbeit. Thema Lok. Es lädt und lädt und lädt und lädt, wie ihr das Ganze seht. Ich habe jetzt hier keine Fehler aktiv mit feststellen können. Diese roten Dinger hier, ihr seht, das ist, hängt mit meinem Mod-Ordner zusammen. Also sprich, weil ich Ordner im Mod-Ordner habe, das hat mit der Karte gar nichts zu tun. Wenn man ab hier, ihr seht, es registriert und geht nach unten. Und wir haben hier einmal irgendwas mit Warning, Performance, Smoke Cut. Das hatte ich jetzt aber auch schon auf einer anderen Karte gehabt. Deswegen zähle ich das jetzt hier nicht dazu. Das wird durch irgendwas ausgelöst. Aber ebenfalls nicht durch die Karte. Mich würde es auf jeden Fall wundern, wenn beide Karten, die miteinander nichts zu tun hätten, den gleichen Fehler rauswerfen. Und ihr seht, das ist ja alles sauber.
Deswegen ist das Ganze in dem Fall auch lockfehlerfrei. Trotz all dem, dass die Karte so relativ kompakt ist, dadurch, dass sie viele, viele Deko-Objekte hat und viel Atmosphärendichte, nenne ich es einfach mal, kommen wir hier auf ca. 250 MB. Das ist ein bisschen was, aber immer noch mehr als vertragbar, ne? Muss man wirklich sagen. Also von daher kann man das definitiv machen. Nun, Download-Link inklusive Bewertung zu diesem Schmuckstück hier findet ihr wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.